I just fucking hate this world. Och, was? Doch nicht so grimmig. Wozu denn immer gleich Gewalt? Das mit der Katharsis-Theorie ist doch eh veraltet und wer wird denn gleich in die Luft gehen? Ich sage Stopp. Stopp! Bei Alltagsstress kann man doch auch was Schönes spielen. Bunte, farbenfrohe, gewaltfreie und entspannende Spiele. Die sind meiner Meinung nach die beste Kur gegen miese Laune. Deshalb gibt es jetzt kostenlos und rezeptfrei 5 Therapievorschläge von Dr. Stange. We Love Katamari. Oder jedes andere Katamari-Spiel. We Love Katamari für PS2 ist halt mein Lieblingsteil. Und ja, das ist schräge Japan-Kost, die es nur auf Konsole gibt und Gott, ist das Spielkonzept herrlich schräg. Wir steuern winzig klein und grün bewamst den Prinzen des Kosmos, der eine klebrige Kugel durch die Gegend rollt. An der bleibt alles kleben, was deutlich kleiner ist. Anfangs sind das Kuchen, Teller oder Streichholzschachteln. Aber weil diese Katamari genannte Kugel dadurch immer größer wächst, sammeln wir irgendwann Autos, Häuser oder Inseln auf. Dieses irrwitzige, aber gleichzeitig simple Spielprinzip, der schrille Look, die schräge Musik und dazu noch dieses Intro, da muss man grinsen. Das geht einfach gar nicht anders. Flower, der zweite Streich des Indie-Studios Dead Game Company, erschienen auf PS3, PS4 und Vita, ist einfach nur schön, idyllisch geradezu. Und das Spielprinzip spricht voll den Hippie in mir an. Man bewegt den Controller und lenkt damit eine Windböe, ne? Und dann sammelt man damit Blütenblätter auf und erzeugt diesen farbenfrohen Wirbelsturm, der die ergraute Welt wieder erblühen lässt. Und jede aufgesammelte Blume erzeugt einen Klang, der sich zu diese Erfahrung zusammensetzt. Ach, das ist aber auch nüchtern betrachtet ein ganz tolles Stück Software, das man bedenkenlos jedem Spieler, egal ob jung oder alt, ob ängstlich oder unerschrocken, in die Hände drücken kann. Minecraft. Ja, auch solcher Mainstream muss genannt werden, denn kaum ein anderes Spiel lässt unserer Kreativität derartig freien Lauf und sieht dabei so wunderbar schrullig und liebenswert aus. Was im Detail nur aus abertausenden grob texturierten Klötzen besteht, ergibt als Gesamtbild eine friedliche Welt voller Abenteuer und kreativer Freiheiten, die selbst abgebrühten Zockern wieder kindliche Neugier und Experimentierfreude abbringen kann. Endless Ocean 2. Ich weiß ja nicht, wie viele von Nintendos Wii-Konsolen noch in den Haushalten herumstehen, wer eine hat, sollte aber unbedingt mal in dieses Tauchspiel hineinschnuppern. Das mag auf der Verpackung ganz schön bieder und langweilig klingen. Einfach nur tauchen und Fische fotografieren, das spielt sich aber absolut traumhaft. Es hat eine geradezu hypnotische Wirkung, auf Tauchgang zu gehen und sich so ganz ohne Waffengewalt oder auch nur Turbo-Boost langsam und geruhsam umzuschauen. Dazu gibt's abwechslungsreiche Aufgaben und Szenarien, tolles Spiel. Und längst nicht das einzige seiner Art. Auf PS3 tauchen wir in Aquanaut's Holiday ab und auf PC können wir uns in World of Diving nass machen. Also virtuell natürlich. Animal Crossing. Und zum Schluss nochmal Nintendo. Der japanische Spielehersteller hat aber auch einfach ein Händchen für fröhliche und absolut stimmige Spiele. Und in der Lebenssimulation Animal Crossing, erhältlich für die meisten gängigen Nintendo-Plattformen, können wir uns ganz wunderbar verlieren. Wir beziehen darin als neuester Zugang eines kleinen Dorfs unser Haus, richten es ein, lernen unsere Nachbarn kennen, angeln, pflanzen Bäume, gehen auf Insektenjagd. Wir machen schlichtweg, wonach uns der Sinn steht und immer gibt es irgendwas zu tun. Was für eine wunderschöne, heile Welt. Okay, zugegeben, eigentlich ist es gleichzeitig auch ein Lehrstück in Sachen Kapitalismus, weil wir gleich zu Spielbeginn einen Kredit aufgezwungen bekommen und den das halbe Spiel lang abstottern. Und dann verbirgt sich in Animal Crossing auch noch eine der fiesesten Erziehungsmaßnahmen der Spielegeschichte, der Maulwurf Resetti. Vergessen wir im Spiel mal abzuspeichern, bevor wir die Konsole ausschalten, dann hält der uns beim nächsten Start des Spiels einen schier endlosen Vortrag. Und der wirkt mehr als 1000 Warnbildschirme. Ich fühle wirklich mit allem, die es mit ihm aufnehmen mussten. Ach Leute, sorry, dass ich gegen Ende schon wieder Trübsal blase. Da hilft jetzt eigentlich nur noch eins. Mein absoluter Aufheiterungsgeheimtipp. Super nischig, super schräg und, sorry, nur für PS3 erhältlich. Oh.
das ist Nobi Nobi Boy. Braucht keine Worte, oder?